Hallo, Servus und willkommen auf meinem Kanal. Es geht um die Corona-Krise. Die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen sind immens und sie werden noch immenser werden. Die ganzen Hilfspakete, die Rettungsschirme, die sind nicht unendlich, die sind endlich. Und ich hätte einen Vorschlag zu machen. Ob der pragmatisch ist, genug ist, kann ich nicht sagen. Ob er was bringt, es ist nur eine Idee, aber in besonderen Zeiten sind manchmal auch Outsider-Ideas ganz sinnvoll. Und zwar mein Vorschlag wäre folgender: Man könnte Corona-freie Zonen schaffen in der Bundesrepublik. Das heißt, man fängt in einem Gebiet an, man nimmt sich eine Stadt, Gemeinde oder Landkreis, das kann man auch einteilen, je nach wirtschaftlichen Aspekten, und testet dort Leute. Das heißt, nehmen wir jetzt ein Beispiel, Zone 1, 200.000 Menschen werden getestet, unter diesen 200.000 Menschen sind 5% infiziert, das heißt 10.000, die 10.000 werden isoliert bzw. kommen in Quarantäne. Die übrige Bevölkerung, also die übrige Anzahl von 190.000, die kann man an für sich sofort die Beschränkungen auflösen, kann sie praktisch in ihre Umgebung entlassen. Die Wirtschaft könnte dort hochgefahren werden, das heißt die Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Bars, Friseur, Läden und so weiter könnten sofort Umsätze generieren. Die Menschen könnten konsumieren, könnten back to normal gehen. Und diese Zone müsste halt abgeschlossen sein, das heißt, niemand darf rein, niemand darf raus, müsste praktisch bezeichnet sein als Corona-freie Schutzzone. Es dürfen dann nur Menschen reinkommen, die einen Antikörpertest haben, das heißt, die getestet sind, dass sie immun sind, dass sie keine Ansteckungsgefahr für die anderen mehr darstellen. Die Leute, die in Quarantäne sind, wenn die Quarantänezeit abgeschlossen ist, dass die Leute ihre Infektionen überstanden haben und auch nicht mehr infektiös sind, könnten dann in die Gesellschaft zurückkehren. Und so müsste man praktisch peu à peu Zone um Zone schaffen, um diese Wirtschaft nicht total kollabieren zu lassen. Jetzt ist es ja zum Beispiel so, wie im Mitterteich in Bayern werden ja Zonen errichtet, wo im Umkehrschluss infektiöse Gebiete als Schutzzone deklariert werden. Da darf niemand raus, niemand rein, und ich würde das eben umdrehen und würde Schutzzonen schaffen wollen für Nicht-Infizierte, weil die dann zurück ins normale Leben könnten. Die Wirtschaftskraft könnte wieder hochfahren und so könnte der Schaden einigermaßen gering gehalten werden. Weil diese Rettungsschirme, wie gesagt, die sind nicht unendlich, die sind endlich. Und was jetzt zum Beispiel mit den Schutzmasken, das habe ich ja schon länger gesagt, normale Schutzmasken für alle. Experten haben ja gesagt, okay, eine Schutzmaske nützt nur dem, was der sie an für sich trägt, indem er andere nicht infizieren kann. Aber wenn beide eine Schutzmaske tragen, im Umkehrschluss, dann infiziert sich ja keiner. Okay, aber das wäre an für sich mein Vorschlag, solche grünen Zonen zu schaffen. Da müsste natürlich die Bundesrepublik selber ihre Grenzen geschlossen halten, dass Leute von außen dürfen dann nur rein, wenn sie einen Nachweis haben, dass sie nicht infektiös sind, dass sie andere nicht anstecken können. Ist eine Idee. Weil die Sache, die wird so stark um sich greifen und es wird uns noch das ganze Jahr beschäftigen. Und dann in der Zwischenzeit wäre ja dann ein Impfstoff vorhanden. Aber es könnte schon eben wieder Umsatz generiert werden, Leben generiert werden. Die Leute könnten zurück ins normale Leben, könnten ihren sozialen Dingen nachgehen. Und die Wirtschaft könnte eben Umsätze generieren und dann müsste nicht der komplette Shutdown der Bundesrepublik, so wie er im Moment ist, stattfinden. So könnte peu à peu, könnten quasi bestimmte Bereiche regeneriert werden und dort schon Umsätze getätigt werden. Also wäre ein Vorschlag. Ich meine, es gibt den Spruch, selbst vom dümmsten Hirtenjungen kann man noch was lernen. Und wenn meine Lösung eine pragmatische darstellen sollte, dann bin ich gern ein dummer Hirtenjunge. Ich meine, ich könnte auch sagen, mir geht das Ganze am Arsch runter. Ich brauche keine Arbeit und keine Umsätze mehr. Aber das wäre asozial und so bin ich nicht. Das heißt, ich denke an die Menschen, die ihre Arbeit verlieren, die ihr Haus möglicherweise verlieren, die in Insolvenz gehen, und das sind die kleineren und mittleren Unternehmen, an die denke ich primär.
Also man darf hier nicht egoistisch sein. Ich meine, wenn so ein Vorschlag mit den grünen Zonen, wenn er was bringen könnte, dann wäre es ja an für sich nicht schlecht. Dann könnte die Wirtschaft peu à peu hochgefahren werden. Und die Schutzmaßnahmen müsste halt von der Bundesregierung oder von den Entscheidern müsste halt dementsprechend getroffen werden. Aber das wäre ein Anfang, mal etwas zu tun oder mal über etwas anderes nachzudenken. Nicht in festgefahrenen Mustern zu verharren. Wie gesagt, in solchen kritischen Situationen sind auch mal andere Lösungen vielleicht von Vorteil, die man andenkt. Also, das wäre mein Vorschlag. Was auch schlimm wäre oder schlimm ist, entscheiden zu müssen irgendwann, wer leben darf und wer sterben muss. Weil wenn diese Infektionsgeschichte so um sich greift oder weiter so um sich greift wie bisher, dann wird die Entscheidung irgendwann gefällt werden müssen von Ärzten, wer leben darf und wer nicht. Und ich möchte nicht der Entscheider sein über Leben und Tod. Und deshalb eben mein Vorschlag, um aus dieser Sache rauszukommen, und es hängt ja auch vieles an der Wirtschaft, aber man darf die Wirtschaft nicht über das Leben von Menschen setzen, meine ich. Also deshalb müssen auch andere Vorschläge, wie gesagt, angedacht werden. Wenn ihr also denkt, da ist irgendwas, was Substanz hat, meinem Vorschlag, dann teilt dieses Video, teilt es, gebt es weiter, dass es auch an die gelangt, die Entscheider sind, die darüber entscheiden, ob man so einen Vorschlag umsetzen kann. Ich meine, die Testkapazitäten müssen eh erhöht werden. Das heißt an sich, außerhalb dieser Schutzzonen, wo getestet wird, wo man dann eine Zone schaffen möchte, müssten auch die weiteren Tests stattfinden bei Menschen außerhalb der Zonen, die Symptome zeigen oder viele müssen ja dann ins Krankenhaus und müssen beatmet werden und. Deshalb müssen die Testkapazitäten ja hochgefahren werden. Und die wollen ja täglich 200.000 testen und die müssen halt dann noch weiter hochfahren. Und diese Immuntests sollen ja auch kommen. Also das ist an sich vorrangig, aber das wissen die ja. Und deshalb meine ich, man sollte so einen Vorschlag vielleicht prüfen. Also dann, wenn ihr denkt, das wäre etwas, dann teilt dieses Video, geht es weiter, könnt mir einen Daumen geben oder einen nach unten, ist mir egal, könnt meinen Kanal abonnieren oder auch nicht, spielt auch keine Rolle, ich mache das aus Jux und Tollerei, weil es mir Spaß macht, möchte euch ein bisschen unterhalten. Auf jeden Fall ist das mein letzter Beitrag zur Corona-Diskussion, ich klinke mich hiermit aus, ich habe alles dazu gesagt, was dazu zu sagen ist. Und werde in der Zukunft jetzt wieder mehr unterhaltsame Videos produzieren, mit Coversongs und. Vielleicht wieder mal mit Lanz Bulldog oder was mir so gerade einfällt. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, schaut halt ab und zu rein. Okay, verabschiede ich mich von euch. Bleibt gesund und geht diesem Corona-Ding am besten aus dem Weg. Also im Moment ist am besten, bleibt zu Hause oder nur raus, wenn man raus muss. Sport natürlich treiben oder einkaufen, was halt so sein muss. Aber alles Übrige ist ja, wie gesagt, im Lockdown. Okay, dann macht's gut. Bis irgendwann. Servus und tschüss. Bleibt gesund.